Was, dafür gibt es noch so wenig EP? So, jetzt gucken wir, was wir alles bekommen haben. Seltener Beinschutz. Bringt mir bloß nichts. Seltener Schulterschutz. Bringt mir auch nichts. Zum Kotzen. Bringt mir auch nichts. Was ist denn das hier so? Edelstein. Bringt mir alles nichts, ey. Leck mich am Arsch hier. So. Auf zum Türeil. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Schön. Gut, dann verkloppen wir hier noch alles, was wir nicht brauchen. Das brauchen wir zum Beispiel nicht. Das brauchen wir nicht. Ach scheiße, das hätten wir einen Typen geben können. Naja, egal. Mal alles nicht hier, das ist alles scheiße. Das braucht garantiert auch niemand von meinen Gefährten hier, also ich meine jetzt nicht hier, also unsere Mitglieder aus dem Clan. Die meine ich jetzt. So. Könnten wir mal aus denen hier noch schnell schmieden. Wir haben genau die. Und die hier unten. Zehn Intelligenz, zehn Vitalität, das ist bloß. Brauche ich zumindest alles nicht. Das ist ein bisschen. Okay, jetzt müssen wir wegen Ordnung reinbringen. Das sind die. So und so. Und hier unten machen wir dann jeweils die Verbesserten hin. So. Halt. Und so. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren. Ich mag klein aussehen, aber ich werde euch ganz schön. So. Hier im Roten. 10 Stärke macht er. 4 bis 8 Schaden. Der macht 14 Stärke, aber warum ist denn da drin, ey, um Gottes Willen? Hier noch rausmachen. Dann mache ich den hier raus. Genau. Und dann haben wir hier. Könnten wir hier den da reinmachen. Dann haben wir nämlich 6% mehr Leben. Ja, das machen wir mal. So. Super. Gehen wir mit Karawanenmeister noch. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Wollt ihr euch in den nächsten Akt begeben? Ja.
das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Das Filmchen zum dritten Akt noch angeguckt. Und danach werde ich jetzt erstmal wieder die Fraps-Aufnahme unterbrechen und erstmal Schluss machen für heute. Das Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Es verbleibt nur noch Asmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. Yes. Ich auch nicht. Gut. Also dann, Leute, hier ist erstmal Schluss für heute. Ich mache dann wahrscheinlich morgen weiter und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Homie.